Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt's nochmal eine neue Real Life Story. Die Dinger sind ja bei euch so beliebt wie Freibier in der Kneipe. Also sehr beliebt. Und ich habe heute nochmal eine rausgekramt. Die ist schon hart an der Schmerzgrenze. Und da wollte ich, bevor ich die ganze Story starte, mal kurz zu sagen, dass ihr euch da bitte kein Beispiel dran nehmt. Das ist ein Teil meiner Vergangenheit. Das ist noch Rap, Freunde. Das sind Beastie Boys. Die haben die Musik gemacht. Nicht böse gemeint, da wart ihr noch flüssig. Da wart ihr wirklich noch flüssig, als das Lied rausgekommen ist. So, wo sind wir denn jetzt? Hallo? 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 Wer ist da? Na, Papa, was ist los? Wie völlig woanders? Du meinst in meinem Stream? Ja, du hast ja auch eine Bambusleitung. 2000er ist ja. Wieso, was ist denn los, Papi? Hast du schon mal angerufen oder was? Nee, ich weiß, dass du nicht flüssig warst, als Beastie Boys am Start waren, aber ich wollte den Leuten das nur mal sagen, weil so viele denken, so dass Kollega das Nonplusultra von Rap ist, aber die meisten kennen eigentlich gar nicht den Ursprung von Rap, nämlich Beastie Boys, Run DMC, Eazy-A, weißt du, die ganzen Leute, die Rap überhaupt nach Deutschland gebracht haben, und Beastie Boys ist natürlich, ja, ja. Du weißt, dass ich normalerweise gar nicht erzähle, worin ich habe bloß gerade gute Laune, das ist dein Glück. Sonst hätte ich mich heute Nacht nochmal im Mercedes gesetzt und wäre nochmal vorbeigefahren und hätten wir es nochmal unter Männer angeklärt. Nee, Spaß beiseite. So. Papa, ich habe alle Fenster zu, kein Ventilator an und meine Beine, wenn ich jetzt einmal über meine Beine rüberfasse und danach meine Hand angucke, ist sie nass. Vorgestern habe ich gestreamt, Papa, und habe ein bisschen rumgeschrien und dann höre ich auf einmal ein lautes Pfeifen, guck aus dem Fenster und dann steht hier der, wie heißt er nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Hier drüben, der genau gegenüber wohnt, steht da, sei mal ruhig und so. Digga. Ja, das soll sich mal nicht anstellen, Alter. Naja, ist mir auch egal. Ja, dann soll er sein Fenster zumachen. Ja, ist auch egal. Naja, Dings, ja, ich bin halt gerade am Stream, ne? Ja. Ja. Ja, kannst. Du meinst, wo ich gegen die Treppe gelaufen bin jetzt, oder was? Ja, ab und zu habe ich mal, ja, Outtakes sind was Feines. Und als ich die Treppe hochgelaufen bin, weißt du, wenn ich die Treppe runterlaufe, laufe ich ja immer schnell, das kennst du ja. Ich laufe da wie ein Bekloppter. Aber so schnell hochlaufen, die Treppen mache ich eigentlich nie. Mit so Anlauf über die Treppen rüberspringen. Und das war der erste Versuch in dem Video. Und ich bin hochgesprungen und habe mir so die Kniescheibe an der Scheiße gestoßen. Nee, du musst mal im Video, du kannst ja bei YouTube Slow-Mode machen auch. Man sieht das richtig, wenn ich schneide mit dem Knie gegen die Holzwand und die ganze Treppe wackelt. Ne? Ja. Ja, keine Ahnung. So, ich mach jetzt hier mal weiter, Papa, okay? Schönen Abend dir noch. Ciao, Papi. Ciao. So, das war mein Papa. Ah, schöne Grüße an den Papa, an den Oberspritzer. So, wie machen wir das jetzt? Ich überlege mal kurz, wie wir das mit den Season Pass machen, Freunde, und sehen wir uns gleich. In alter Frische. Ja. Oh, Digga, ist mir warm, ey. Ja, mir auch, Alter.